Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir nochmal für euch unterwegs an den alten Moselstellungen. Und zwar wurden die errichtet damals nach dem Deutsch-Französischen Krieg um 1870 bis 1900 ungefähr. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und ja, das sind im Prinzip Stellungen, die man dann auch im Ersten Weltkrieg deutscherseits genutzt hat, um ja eine Aufmarschzone zu haben, um die Truppe halt entsprechend vorzubereiten und Stellungen zu beziehen. Die ist dann im Laufe des Ersten Weltkriegs durch halt den Stellungskrieg, der entstanden ist, nicht mehr so strategisch von Bedeutung gewesen, weshalb es hier auch in den meisten Fällen keinerlei Zerstörungen in irgendeiner Art und Weise gibt durch Granattrichter und sonstiges. Und deshalb sind die immer noch gut erhalten. Ihr habt ja schon mal ein Video dazu bei uns auf dem Kanal gesehen. Das werden wir euch auch nochmal verlinken. Und heute schauen wir uns im Prinzip die entgegengesetzte Seite an, weil diese Kette, diese Verteidigungslinie sich ja um einige Kilometer erstreckt. Und da werden wir heute einfach schauen, was wir alles finden. Also, bleibt dran! Also es wird jetzt auch schon direkt spannend. Wir haben jetzt hier schon den ersten Bunker entdeckt. Hier ist ein Treppenzugang, der hier schon leicht mitgenommen ist, weil man sieht hier, das ist jetzt hier keine Zerstörung irgendwie durch einen Einschlag etc., was ich ja gerade schon erklärt habe, sondern der Baum wird hier einfach das so weggedrückt haben, dass man hier jetzt relativ schlecht die Treppe runterkommt. So, und dann haben wir jetzt hier einen Bunker mit zwei Zugängen. Einmal hier und einmal hier. Hier ist auch schon richtig Laub drin. Wir haben uns heute extra auch die Gummistiefel angezogen, weil heute ist es am Dauerregnen. Ja, und hier ist der zweite. Ich werde, glaube ich, jetzt mal hier eben meinen Rucksack kurz draußen stehen lassen. Und dann werden wir mal gucken, was sich jetzt hier drin verbirgt. Man sieht auf jeden Fall schon, dass hier durch die Witterung das Ganze hier schon ein bisschen nachgibt. Aber man darf auch nicht vergessen, wie alt das Ganze hier ist. Ne? Das ist ja das Krasse letztendlich. Man hat hier wieder diese dieses Wellblech-Konstrukt, dieses Wellblechdach, da hat auch jemand mal in die Kommentare geschrieben, dass das eine zusätzliche Sicherung, Splitterschutz so gesehen ist, wenn hier ein Volltreffer gekommen wäre. Das sieht man jetzt auch hier nochmal ganz gut. Da hat man immer diese Schalenbauweise hier benutzt. Hier sind so Stahlträger eingesetzt im Prinzip. Und hier hat man dieses Wellblechdach, was vom Boden einmal rum reicht. Ja, hier hat man wieder so die Nischen, höchstwahrscheinlich für ja, Laternen, allgemein halt Beleuchtung. Ja, und das ist hier im Prinzip auch nur dieser Zugang, ne? Ja, wir sind jetzt gerade von da hinten gekommen und haben jetzt hier einen oberirdischen Bunker. Und das sieht hier schon fast danach aus, als ob das hier eine MG-Stellung gewesen ist. Und das heißt, dieser Bunker da hinten nur als Unterkunft zwischenzeitlich für die Mannschaft gedient hat. Oder vielleicht sogar für die Unterbringung der Munition. Werden wir höchstwahrscheinlich auch jetzt nicht viel Spannendes finden, weil der hier auch ziemlich nah an der Wegstrecke ist. Ich werde mal eben kurz die Taschenlampe anmachen. Ob. Ja, dann können wir das erkennen. Ja, ihr habt da praktisch nur die Scharte, die Moniereisen an der Seite
konnte man wahrscheinlich die Scharte auch zuklappen. Hier vorne war die Tür eingelassen und dann wird hier ein MG oder vielleicht sogar ein Geschütz gestanden, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, so wie es aussieht, sind wir jetzt wirklich richtig. Wir haben jetzt hier praktisch schon eine Linie. Da hinten ist ja der erste Bunker und hier kommt schon direkt der zweite. Auch hier höchstwahrscheinlich, ich vermute, das ist eher für ein MG und gibt es kein Geschütz. Ich weiß nicht, was im Einzelnen verbaut gewesen ist. Ich habe da irgendwas von Fußartillerie-Kompanien und sowas gelesen. Ja. Dass die sich das hier fertig gemacht haben. So, die Erkundung geht hier weiter in den mystischen Wald und wir haben jetzt hier noch so ein bisschen die Reste, wenn ihr es erkennen könnt, vom Laufgraben. Und es geht hier rein. Da ist schon wieder ein Bunker. Ja. Den können wir vielleicht ein bisschen besser erreichen jetzt. Aber ihr seht, wie zugewachsen das Gelände ist einfach. Man hat hier auf jeden Fall mal ein paar Bäume und so weiter abgesägt. Aber trotz alledem, ihr seht ja die Bäume, die hier oben drauf wachsen. Das ist alles schon so übererdet. Oh. Ja, hier liegt leider auch ein bisschen Müll drin, auch schon älter. Das ist auch immer ein bisschen unschön. Ja, wir gucken mal, ob wir hier an der Seite vorbeikommen. So, ich quetsche mich mal an diesem Fass hier vorbei, wenn das überhaupt funktioniert. Oh. Das ist auch immer so ein Quatsch. Ja, der ist genauso aufgebaut. Hier ist er relativ trocken. Wieder, genau. Und es ist genau das gleiche. Spinnen fühlen sich hier wohl. Es ist genauso aufgebaut. Ihr habt hier wieder dieses Wellblechdach. Oder beziehungsweise diesen Wellblecheinlass, der hier die Soldaten, wenn es einen Treffer gegeben hat, halt, wie gesagt, ein bisschen besser schützen sollte vor Splitter, Gesteinssplittern und so weiter. Ja, okay. Also erstmal gibt es hier scheinbar viele Bunker von dieser Art. Und ja, ich vermute einfach mal, dass das entweder jetzt Mannschaftsunterkünfte waren und dass weiter vorne halt die Geschützbunker bzw. MG-Bunker standen. Und oder halt hier Munition mitgelagert wurde. So Leute, ich glaube, Melanie sagte auch gerade, sie müssten mal wieder das nächste Blockhaus haben. Also diese ganzen Bunker werden hier praktisch als Blockhäuser betitelt. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen. Also man kann es nur noch erkennen, weil auf einmal hier eine Vertiefung ist. Hier ist auch irgendwie so eine Art Turm. Das scheint jetzt aber auch nichts von einem Jäger oder so zu sein. Das ist komplett aus Metall. Auch sehr merkwürdig. Aber ob das noch was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat, das kann ich nicht glauben. Das muss einen anderen Grund haben. Ja, und hier sind auch noch mal irgendwie... Ah ja, das ist eine Treppe. Das ist eine Treppe hier. Wir gehen jetzt hier mal rein. Ihr seht hier so einen langen Eingangsbereich. Schon total mystisch verwachsen. Hier habt ihr jetzt nämlich ein Tor. Und dann ist hier
wieder diese Doppelstahltür. Die obere hängt noch. Ich bin erstmal hier rum. Boah. Da hängt man sowas von fest. Ich glaube, hier sind auch noch richtig alte Flaschen. Zumindest die Reste davon. Also irgendwas steht hier. 38, ob das dann was mit dem Jahrgang zu tun hat, weiß ich nicht. Ja, hier war auch irgendwas eingelassen. Das sieht aus wie irgend so ein Schieberegler. Und jetzt haben wir hier nämlich mehrere Kammern, aber hier überall Reste von alten Flaschen. Wahnsinn. Ja, definitiv. Da rutschst du ordentlich weg hier im Eingangsbereich. Ja, die Kammern haben unterschiedliche Größen. Es gibt ein paar kleinere. Ah, hier ist sogar auch was für die Nahverteidigung. Also hier ist definitiv was Größeres. Ich finde immer diese Reste hier, die Relikte, auch ganz interessant. Leider kann man nicht mehr viel erkennen, aber man sieht es zumindest hier an diesen Flaschen und wie das Glas verfärbt ist, dass das hier schon richtig lange liegt. Vielleicht findet man hier irgendwo nochmal eine intakte Flasche. Schott zu sein. Ich hatte das gerade eben gerade vorne gesehen und da war hier hinter der Metallplatte ein Loch, also nur mit so einem Draht davor, Drahtgewebe, als ob man hier vielleicht bei Gasangriff oder sowas praktisch so einen Schott dann geschlossen hat, damit das hier nicht reinkommt oder bei Kampfhandlungen, weil hier ist einfach nur ein Loch dahinter, Fall für Luftzirkulation. Das hatte ich aber so auch noch nicht gesehen. Eine Seite ist schon wieder so eine Sickergrube. Die geht's richtig weit nach unten. Ui. Da sieht man auch diverse Igel, Schnecken und auch ein Skelett von einem Tier und Mückenlarven ohne Ende. Ja, da ist irgendwie zugemauert auf der Seite. Interessant, das haben wir hier einmal und hier auch noch mal. Und hier geht man ja praktisch jetzt in diesen Bunker. Hier ist die Treppe und hier der Rest von dem Bunker. Ob das hier wie noch mal umzäunt gewesen ist, kann schon gut sein. Wir werden jetzt durch den Wald weiter in diese Richtung gehen, weil es sollen auf jeden Fall noch ein paar richtig schöne Bunker wieder mit diesen Reliefen kommen. Die wollen wir auf jeden Fall dokumentieren. Dazu müssen wir uns erstmal hier noch ein bisschen durchkämpfen. So, wie ihr sehen könnt, jetzt haben wir einen anderen Bunker gefunden. Also der sieht deutlich anders aus. Von der Form und da oben ein Abzug, entweder für einen Ofen oder sowas. Oder für Belüftung. Hier gibt es jetzt, glaube ich, schon einen Eingang. Da ist auch irgendwas angezeichnet, da irgendwelche großen 1940. Gucken wir uns mal eben an hier. Diese großen Zahlen, ah, das sieht irgendwie anders aus. Ich kann das aber irgendwie trotzdem nicht lesen. Es könnte eine 6, eine 0, eine 3 sein. Hier oben steht auch noch irgendwas, 9 und römisch 1 oder sowas. Schwierig. Das kann man jetzt sehr, sehr schlecht entziffern.
Aber das wurde jetzt auch nicht nachträglich gemacht. Das ist auch schon wahrscheinlich seit Anfang an. Ja, hier wäre jetzt auch ein Zugang. Aber guck mal, hier oben wäre, glaube ich, ein Relief gewesen, ne? Siehst du das? Hier sind die Umrandungen noch, aber das kann man jetzt gar nicht mehr lesen. Hier ist auch noch irgendwie ein Kreis, da ist 1940, genau, da hat Melanie recht, hier steht 1940, hier oben, und dann ist hier unten irgendwas. Tja, 1940, vielleicht haben ja die Deutschen oder Franzosen, je nachdem, im Zweiten Weltkrieg das nochmal besetzt und das dann irgendwie vielleicht da eingezeichnet. Also man kann jetzt von der Distanz erkennen, dieser Kreis, den ihr jetzt hier unten drunter seht, das ist ein Doppelkreis und in der, es ist praktisch in dem Kreis auch noch was reingeschrieben. Kannst du es erkennen? Ja, das sind 5-Mark-Stück. Ja, irgendwie schon, ne? Das sieht echt merkwürdig aus. Ja. Aber wie gesagt, das können wir euch jetzt schwer zeigen. Aber hier ist irgendwas drin. Hier, wenn man hier drüber fährt, merkt man das auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auf der Kamera gut erkennen könnt. Ich sehe es ja jetzt hier nur auf dem Bildschirm. Vielleicht seht ihr das ja deutlich besser als wir jetzt in dem Moment. Also irgendwas ist hier drin. Und hier oben steht 1940. Das ist sehr interessant. Ja, und da ist ein Relief gewesen. Mal gucken. Da ist, wie gesagt, noch ein Zugang. Hier könnte man jetzt reinrutschen. Mal schauen, wo wir jetzt besser reinkommen. Ich würde den jetzt erstmal einmal drumherum laufen. Weil hier haben wir ja gesehen, hier gehen wieder Treppen rein. Ja. Das ist auch wieder eine längere Treppe. Mal gucken. Hier. Dann schauen wir gleich nochmal. Gucken jetzt erstmal hier oben. Oh. Leute, hier geht's, glaube ich, direkt weiter. Yo. Melanie. Jetzt haben wir ein Relief gefunden, Leute. Das finde ich halt immer mega spannend, wenn man sowas findet. Boah. Da könnt ihr es schon erkennen. Ich bin mal gespannt. Aber dann seht ihr mal, wie groß das ist. Der geht hier praktisch jetzt so rein. Gut, es ist ein bisschen was übererdet. Und dann nochmal so hier rein irgendwie. Vermutlich. Naja, wir können, bevor wir hier weiter rumphilosophieren, gehen wir jetzt mal hier runter. Ja, und schaut mal hier oben, was jetzt alles mit Moos überwachsen ist. Das sind wieder diese Sockel. Und die sind komischerweise jetzt hier direkt auf dem Bunker. Vermutlich sind hier irgendwie so eine Art Moniereisen, irgendwas Sperreisen drin gewesen mit Stacheldraht ringsrum. Damit man hier nicht auch direkt irgendwie auf den Bunker kommt. So, jetzt geht's hier richtig extrem runter. Und es hat hier echt die ganze Zeit geregnet. Wirklich schon seit Tagen. Und jetzt müssen wir immer aufpassen, weil das ist so lehmig, der Boden, dass wir hier nirgendwo runterstürzen. Wow! Hey, schaut euch das mal an. Das ist ja richtig schön ausgearbeitetes Relief. Ey, meine Güte. Hält das stark aus. Also, was haben wir denn jetzt hier? Was sehen wir denn? Ihr seht hier oben einen Adler. Dann haben wir hier, der umgreift jetzt praktisch hier, sieht fast herzförmig aus, aber es ist wie so eine Banderole. Hier steht jetzt 1916. Ihr müsst immer gucken, dass ihr das auch vernünftig sehen könnt. Weil ihr erkennt schon, es ist hier auch doch schon einiges abgesplittert. Dann haben wir hier den Schriftzug erbaut
erste Kompanie, Garde, Landsturmbataillon wird es wieder sein, Hagelberg, G7, Major Wilkens. So, und hier richtig schön auch nochmal, ja, wie so eine Banderole ist das hier, Eichenlaub vielleicht hier oben, ja, richtig schön. Also man hat das praktisch hier noch hervorgehoben, es wird halt wieder so eine Stuckarbeit sein. Toll, richtig, richtig, richtig toll. Ja, was halt ungewöhnlich ist, dass hier an der Seite dieses Relief praktisch hier an dem Bunker ist. Wir haben jetzt auch hier nochmal einen Zugang, weil die bisher, sage ich mal, die wir jetzt so gefunden hatten, das immer halt über einen Zugang irgendwie war. Ja. Und hier ist, sage ich mal, der beste Zugang jetzt in dem Moment. Dann nehmen wir den auch, um hier jetzt mal reinzugucken, wie der jetzt hier aufgebaut ist. Ein bisschen Licht anmachen. Okay, aber die Bauweise ist hier schon mal gleich wieder das Tor. Dann für die Nahverteidigung. Hier kommt nochmal die große Doppelstahltür rein. So, und hier meinte ich vorhin, hier unten seht ihr das mal, hier unten ist nämlich so ein Loch und hier fehlt jetzt aber dieses, ich sage jetzt mal, Schott, um das dann zu schließen. Oh, der ist deutlich größer. Boah. Da gibt es auch schon mal wieder eine Zwischentür, höchstwahrscheinlich ein Nebenzugang. Ah nein, hier könnt ihr praktisch wieder hoch, das haben wir schon mal gesehen, wo viele ja so ein bisschen von euch philosophiert haben. Die einen meinten, was ich halt auch dachte oder immer noch der Meinung bin, dass das rein was mit Beobachtung hier zu tun hat. Ihr habt ja hier die Seeschlitze und ich versuche mal hier ein bisschen euch das zu zeigen. Ihr seht ja, wie ich hier drin stehe. Weil einige meinten hier oben oder allgemein, hier wurde ein Mörser bedient, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hier oben wird wahrscheinlich noch eine Kuppel oder irgendwas gewesen sein, weil das konnte man höchstwahrscheinlich öffnen, so wie das hier aussieht. Aber also ich vermute, das ist hier irgendwas rein Artilleriebeobachtermäßig. Das, was anderes kann ich mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht erklären. Das wird wahrscheinlich wie so ein Sprachrohr vielleicht noch nach unten gewesen sein, damit man die Sichtungen, die man gemacht hat, nach unten rufen konnte oder weitergeben konnte. Weil das ist ja hier auch alles nochmal so nachträglich mit diesen Stahlplatten gepanzert. Und dann kommt halt die Zwischentür. Boah. Weil da oben, meiner Meinung nach, könnte man kein Waffensystem bedienen. Egal, was das jetzt gewesen ist. Also der ist wirklich deutlich größer. Und ich glaube, hier sehen wir zum ersten Mal die Toiletten in solchen Bunkern. Tatsächlich. Und das ist halt der Unterschied auch, wo man dann auch nochmal eindeutig feststellen kann, dass es sich hier um einen deutschen Bunker handelt, meiner Meinung nach. Wenn man das jetzt auch so nicht wüsste, weil diese typischen Toiletten, die sind ja hier betoniert. Und bei den französischen Bunkern, in den Festungen und so weiter, hat man halt immer nur diese, ja, Löcher, wo man sich praktisch so draufhocken konnte, was es teilweise sogar immer noch heute gibt. Aber hier sind richtig Toiletten. Also Toilettenform. Ja, hier hat einer einen Schädel drapiert. Ist sogar noch ein bisschen Geschirr, also
da ist sogar noch. Oh, hier ist sogar noch ein Stempel drauf. Made in France steht hier aber. Made in France. De Longerie. Okay. Aber die ganzen Flaschen, die hier so rumliegen, also die müssen aus der Zeit sein. Oder man hat es später nochmal irgendwie hier als diese Bunker als ja, Lager verwendet, um halt Weinflaschen und so weiter zu deponieren. Das kann natürlich auch sein. Und hier haben wir auch nochmal eine Flasche. Da steht auch wieder diese 38, K38, vielleicht kann jemand was damit anfangen. Aber auch viele Flaschen, die innen so eingewölbt sind. Ich glaube, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Solche Flaschen. So, ich habe jetzt nicht in alle Kammern gefilmt, weil die sehen alle wieder so aus wie hier. Das habt ihr jetzt schon einige Male gesehen. Hier ist jetzt wieder so eine Zwischentür, relativ dünn. Und hier an den Seiten ist halt auch immer noch mal jetzt so ein, ja, eine Stahlträger, so eine Ablagefläche. Das wird eine Art Regal gewesen sein, vermutlich. Oh, hier hat man mal voll gemacht. Ach du grüne Neune, da hat man sich durchgehackt. Auf der Seite, wieso das denn? Hä? Also hier ist noch mal ein Tor. Oh. Hier ist jetzt mal eine komplette Tür drin, nicht nur so eine Hälfte. Ja, und hier geht's hoch. Das wird wahrscheinlich dann der Eingang gewesen sein, den wir ganz zu Anfang gesehen haben. Aber was jetzt hier richtig interessant ist, warum man sich hier durchgehackt hat. Also hier hat man irgendwas verbrannt, sinnloserweise wieder. Aber was soll das hier? Also hier muss ich in der Tat jetzt eben meinen Rucksack kurz absetzen. Also das erschließt sich mir jetzt gerade nicht, warum man sich jetzt hier durchgehackt hat. Vielleicht waren die Türen oder so früher mal versperrt. Sieht man jetzt nichts mehr. Und hier kommt man ja jetzt in diesen Kampfraum praktisch von diesen Einbunker, oder? Also das haben wir ja auch gesehen. Das muss ja aber ein Zugang hier gewesen sein. Und dann hat man ja hier auch jetzt nur einen Raum. Oder ist das vielleicht... Das kann natürlich sein, da bin ich mir jetzt absolut unsicher, ob man das hier vielleicht angebaut hat. Weil ja da draußen was mit 1940 stande. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein, aber sowas habe ich auch noch nie gelesen, dass man sowas erweitert hat. Aber das ist schon merkwürdig. Aber es sieht schon ein bisschen anders aus von der Bauweise, das stimmt schon. Aber jetzt keine Erklärung dafür. Wieder diese ganzen Flaschen. Naja, auf jeden Fall ein riesen Bunker. Und ja, jetzt werden wir mal wieder rausgehen und schauen, was wir noch so finden. Ein paar Meter weiter, fast schon nur, haben wir hier den nächsten Bunker. Und hier auch den nächsten Zugang. Der sieht auch schon wieder so ähnlich aus. Aber was ich hier ganz interessant finde, schaut mal da, da sind so Haken an der Seite befestigt. Das sieht ja interessant aus.
Oh, guck mal. Aha. Hier habt ihr jetzt auf einmal so einen großen Zugang und diese Haken hier oben. Ich weiß nicht, hat man das hier auch gemacht, weil das hier so komisch aussieht? Dafür habe ich jetzt gerade keine Erklärung. Aber das wird bestimmt einer von euch wissen, ob das jetzt hier noch durch den Bau ist und der vielleicht erweitert werden sollte. Oder hat man hier auch eine Art Abtarnung befestigt? Weil auch hier oben wieder diese komischen Sockel sind. Hier sind diese Haken jetzt nur so lose oder war hier das alles mit Stacheldraht verbunden? Das würde mich mal interessieren. Aber das scheint auch wieder eine andere Funktion zu haben. Hier ist sogar noch so eine Tonne. Wir gehen erstmal eben rum. Vielleicht sehen wir ja wieder irgendwie ein Relief oder so. Ja, der geht hier weiter, der Bunker. Seht ihr hier? Der macht das so einen Cut. Und hier geht er überall noch weiter. Aber das ist schon krass. Hier fehlt nur noch ein bisschen was vom Laub, Erde. Und das ist dann auch irgendwann nicht mehr zu finden. Das ist schon Wahnsinn. Da muss der komplett ausgegraben werden. Ja, hier unten sieht man es. Hier wäre der Eingang da unten. Da habt ihr nur noch einen kleinen Spalt. Wahnsinn. Ja, der geht hier so durch. Okay, also entweder schiebt man sich jetzt da oben durch diesen schmalen Zugang. Oder wir gehen jetzt durch diese Treppe wieder, die wir da gerade eben gesehen haben. Oh. Puh. Trotz, dass es hier noch relativ gangbar ist, ist es auch wieder nicht so leicht hier durch zu manövrieren. Hier ist auch irgendwie, ja, tatsächlich. Wow. Hey, guck mal. Wow. Ich glaube, das hat jemand frei gemacht, oder? Guckt euch das mal an. Hier sind wie zwei so Säulen und da in der Mitte war höchstwahrscheinlich ein eisernes Kreuz, was man jetzt nur noch rudimentär sieht. Oh, jetzt muss ich erst mal gucken. Hier ist wieder alles lehmig. Guck mal, das müssen die hier ausgegraben haben. Das wäre ja hier komplett oben dicht. Boah, Leute, das ist ja nochmal richtig interessant hier, was wir jetzt hier gefunden haben. Ich weiß nicht, hier müsste ja wahrscheinlich dann der Zugang gewesen sein. Ja, ich glaube, da unten, das macht einen Bogen. Boah, guckt euch das mal an, ja. Das war ein eisernes Kreuz. Hier habt ihr an den Seiten so eine Säulen, also praktisch wie ein Rahmen. Dann Eichenlaubkranz mit so einer Schleife und hier in der Mitte das eiserne Kreuz, was leider schon zum größten Teil kaputt ist. Ich versuche mal eben hier ein bisschen rüber zu kommen, ohne dass ich hier wegsegel. Scheiße, hier ist alles lehmig. Katastrophe. Boah. Ich will jetzt hier auch nicht mehr an diesem Relief kaputt machen. Ich weiß nicht, was hier drauf steht. Boah, shit. Schwierig. Ich glaube, hier steht wieder irgendwas mit Kompanie. 1900. Ich glaube 16. Wow. Tja, Leute, das ist richtig schwierig, das hier zu zeigen. Wir werden das auf jeden Fall fotografieren. Also ich komme hier fast gar nicht mehr raus. Ich hatte vorhin schon so ein Problem aus der Grube da von den Mario Wilkins rauszukommen. Hey, ich rutsche hier weg. Das ist Katastrophe. Ich gebe dir mal eben kurz das Handy, das ist die Kamera. Also das ist Wahnsinn. Das ist jetzt auch ein Relief, was wir jetzt hier gefunden haben, was wir so gar nicht kennen, wo wir auch keine Indizien gefunden haben dazu, weil wir ja viel recherchieren, viel forschen diesbezüglich, also zumindest im Internet und einschlägiger Literatur haben wir das noch nicht gesehen. Deshalb ist das, glaube ich, auch nochmal besonders wertvoll und interessant, aber es lässt sich hier wirklich schwer aufnehmen.
aber wir hoffen mal, dass das für euch hier ausreichend ist. Weil ihr seht ja hier, wie das Ganze vereinnahmt ist. Wenn irgendeine Gruppe oder jemand das hier jetzt nicht ausgegraben hätte, ihr seht ja, das ist komplett übererdet. Also es ist so gesehen eigentlich schon für die meisten verschwunden, wenn man nicht noch irgendwo Karten oder sowas hätte von den Verteidigungslinien, um das zumindest schon mal da zu lokalisieren. Und dann muss man Glück haben, dass da hier schon jemand da mal was gemacht hat. Oder es kann auch sein, dass es einfach hier nur abgesackt ist. Wahnsinn. Ja Leute, es ist praktisch das wieder, was wir immer haben. Man sieht es erst, wenn man davor steht. Weil im Gegensatz zu den Blockhäusern sind die Mannschafts- oder Munitionsbunker, je nachdem was es sind, halt unterirdisch angelegt. Und man findet dann halt nur irgendwann diesen Zugang. Wir haben jetzt hier eine Treppe. Und wir haben jetzt hier eine Treppe. Und nach vorn, wir sind jetzt von unten gekommen, von dem Blockhaus, sieht man hier gar nichts, wenn man hier hochkommt. Aber guckt euch das mal an, hier der Zugang. Hier der Baum, der auch schon, keine Ahnung, wie alt ist. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. So, das ist auf jeden Fall halt mal was anderes jetzt mit diesen zwei direkt parallelen Zugängen. Wie gesagt, mit diesem Baum, der direkt hier oberhalb des Zuganges gewachsen ist. Das sieht schon aus. Es geht vom Stein in den Baum über. Wahnsinn. Mal gucken, ob die Machart jetzt hier eine andere ist. Nee. Es ist nichts anderes. Wir haben jetzt wieder hier nur das Wellblech. Ist wieder nur, ui, ein Haufen Mücken. Jetzt können wir hier rausgehen. Ganz klein. Aber komisch, warum man das halt so angelegt hat. Sehr interessant. Aber wie gesagt, vielleicht ging ja hier auch irgendwie die Gräben dann her und so weiter und so fort. Dass man das einfach von jeder Seite effektiv erreichen konnte. So, ich glaube Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt hier wieder eine Mauer entdeckt. Ja, wie gesagt, das, die Jahreszeit kommt uns jetzt hier zu Hilfe. Weil wenn das hier alles zugewachsen ist, ihr würdet gar nichts finden. Zumindest nicht die Anlagen, die hier unterirdisch angelegt worden sind. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier vorankommen. Oh. Boah, hier rutsche ich volle Kanne weg. Ich muss erst noch mal hier durch. Muss mich von dieser Seite hier nähern. So. Mal gucken, ob wir jetzt hier wieder einen haben. Mit einem Relief. Also das sind zwei Zugänge, ich glaube ja, aber das ist ein bisschen mit Moos überwachsen, meine ich. Wir gucken mal, was wir hier finden. Oder sieht das nur so aus? Ne, hier ist was gewesen, aber jetzt nicht mehr. Ich nehme mal hier ein bisschen diese Sachen weg. So. Leg das hier mal ein bisschen frei.
So, also hier war eine Stuckarbeit dran. Ihr seht jetzt hier noch die platte Fläche. Hier ist der Rahmen. Und hier war was dran. Das ist wahrscheinlich jetzt mit der Zeit abgefallen. Wir können hier noch mal gucken, ob wir hier was sehen. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ne, das sieht man schon hier. Hier ist nichts über diesen Eingang. Aber da ist was gewesen. Tja. Und es könnte sogar sein, ja. Hier ist auch was gewesen. Hier habt ihr noch den Schatten, den Umriss. Hier ist wieder so eine Plakette in Relief. Hier geht es so rein. Einmal zack, gerade. Hier wieder durch. Ja, ist schon weg. Naja, man will jetzt nichts unterstellen, ne? Ob das eventuell auch jemand, ja, abgemacht hat. Weil das sieht mir auch alles zu glatt aus. Wie als ob das wirklich entfernt wurde. Da müsste man mal gucken, ob man jetzt dazu nochmal ein Foto findet. Dann würde man das reinposten, aber hier, also mit in den Film reinstellen. Aber hier war definitiv was dran. Und das ist leider schade. Also hier würde ich schon wirklich fast sagen, das wurde abgemacht, weil das ist nicht abgebröckelt. Ihr habt das vorhin mit dem eisernen Kreuz gesehen. Da ist ein Teil halt abgesprungen, ne? Klar. Aber das sieht mir wie richtig entfernt aus. Das ist zu sauber. Das ist nicht abgebröckelt. Ja, das ist komisch, weil das ist auch beide Sachen halt weg sind. Das ist merkwürdig. Naja, schade. Gut, hier drin, das wird jetzt ähnlich sein. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal reingehen. Das haben wir ja jetzt euch genügend gezeigt. Die sind alle halt ähnlich aufgebaut, aber diese Reliefe, die sind halt unterschiedlich. Aber es ist echt schade und zeigt halt auch wieder, ja, dass das Verständnis halt nicht bei allen da ist. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht auch nur gerettet hat, aber wenn man das abnimmt und separat jetzt irgendwo hinstellt oder so, ist es ja nicht mehr im Zusammenhang. Deshalb, es gehört ja eigentlich zu der Anlage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ja, also wir finden es jetzt nicht so prickelnd, dass man das halt so löst. Puh. Jetzt sind wir hier nochmal in dieses ganze Gestrüppe reingelaufen. Und jetzt haben wir hier vor uns, wo wir uns jetzt auch nochmal durchkämpfen müssen, einen weiteren Bunker. Wow. Und da ist ein Wappen. Krass. Da habt ihr sogar noch das Eiserne Kreuz, 13. Kompanie, wenn ich das richtig erziffe, erbaut 1915, Landsturm, Regiment 15 müsste das dann wahrscheinlich sein. Und es sieht sogar aus, als ob hier reingeschossen wurde. Kann aber auch alles nachträglich sein. Ja, wieder die zwei Zugänge. Und hier gibt es wieder diese Treppe, die hier reinführt. Wahnsinn. So, die Aufmachung ist halt wieder identisch. Ja. Also ihr seht, da gibt es da nichts mehr Spannendes innen drin zu entdecken. Aber trotzdem möchte ich gerne wissen, für was diese Bunker letztendlich verwendet wurden. Ob das wirklich nur Unterkunft war. Oder was anderes noch. So. Und hier habt ihr nochmal. So groß ist meine Hand, dann seht ihr ungefähr diesen Umfang von dem Wappen. Und hier das eiserne Kreuz. Und hier ist wie so eine Art Einschussloch. Aber
Keine Ahnung warum. So, dann werde ich erstmal wieder hier rauskrebsen und dann sehen wir uns gleich oben nochmal. Jetzt haben wir hier noch irgendwie eine komische Konstruktion gefunden. Merkwürdiges Fundament, das wir so jetzt noch gar nicht hatten. Hier ist irgendwie, ja, sieht auch aus wie nur wie ein Unterstand. Halt ohne Dach mehr. Jetzt geht hier noch ein Graben her. Mal gucken, wo das jetzt hier hinführt. Außer im Sommer, haben wir auch gerade noch mal eben gesagt, keine Chance hier irgendwo durchzukommen. Ich habe jetzt schon wieder massivste Probleme. Auf jeden Fall gibt es hier einen Zugang. Da ist eine Tür drin. Das ist vielleicht noch mal interessant, weil das irgendwas anderes scheint. Da ist eine Tür. Oh, hey. Ja, mal gucken, ob die überhaupt da aufgeht. So, wir gucken mal eben. Das sieht auf jeden Fall nochmal sehr interessant aus. So, jetzt können wir ein bisschen mehr erkennen. Das ist fast alles. Also im Sommer würde man das gar nicht sehen. Hier seht ihr die Tür. Ich glaube, hier oben hat auch mal was gestanden. Scheiße. Das kriege ich gar nicht auf. Ich kriege die Tür hier gar nicht mehr bewegt. Ich könnte mich höchstens, da hinten ist aber auch scheinbar irgendeine Tür, hier irgendwie durchzwängen. Aber das ist viel zu eng. Ich komme hier gar nicht durch. Also hier ist ja schon mein Arm. Hier würde ich überhaupt nicht reinkommen. Die ist auch komplett verrostet. Die unten ist noch Erde. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt was erkennen. So. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder einen langen Gang und zwei Räume. Also das wird jetzt auch nichts anderes hier drin sein, weil ich komme hier nicht durch. Also das ist keine Chance. Guck dir das da hinten an. So Leute, das Video ist doch immer noch nicht zu Ende. Wir sind spontan noch einen anderen Punkt angefahren, der ja auch ganz in der Nähe liegt und immer noch zu den Moselstellungen gehört. Und ihr könnt es schon sehen, ich bin jetzt aus dieser Richtung gekommen und stehe jetzt hier praktisch auf ein Fundament, betoniert. Und hier an den Seiten gibt es wieder diese komischen, ja, Fundamente, wo man irgendwas reinstecken konnte. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man hier oben Stacheldraht durchziehen konnte. Kann aber auch eine andere Bedeutung haben. Dann könnt ihr mich gerne verbessern oder das hier reinschreiben. Ich habe dazu aktuell keine Idee. Das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Da vorne geht es weiter. Und wir befinden uns jetzt hier wieder auf dem Bunker. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier runterkommen. Also der ist hier richtig tief in diesen ganzen Gestrüpp. Ihr könnt sehen, das ist hier alles zu. Wir gucken mal, hier kann man scheinbar auch irgendwie hoch. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier vor uns haben. Das Wetter ist echt extrem. Ihr könnt es sehen, hier ist alles zu. Hier unten ist eine Stadt. Es liegt richtig weit oben. Und ich habe auch schon Wildschweinspuren gesehen, deshalb muss ich hier ein bisschen aufpassen. Boah, krass, Leute. Alter Schwede. Das sieht ja wieder richtig mystisch aus hier. Okay. Armierungsbataillon 52, 1915. Das ist schon stark versindert und zum Teil kaum noch zu erkennen. Also hier ist erstmal wie an den Seiten praktisch der Tor, also das Tor, das Portal nochmal hervorgehoben. Das ist alles versindert hier. Hier oben haben wir wieder das Eiserne Kreuz. Das ist natürlich jetzt schon richtig zerschlagen. Und hier seht ihr jetzt nochmal, wie es eigentlich aussieht. Wenn das von alleine abbröckelt, hier sieht man es ja durch die Witterung.
Und hier ist das ganze Relief zum Teil schon stark versindert. Also hier steht Armierungsbataillon 52. 1915 kann man noch gut erkennen. Und hier war auch irgendwas, aber das kann ich nicht mehr identifizieren, was es war. Ja, und hier sieht man nur noch Römisch 4 und ein N. Ich weiß nicht, was hier mal stand. Und dann hier oben noch dieser Absatz. Und hier haben wir das Eiserne Kreuz zum Beispiel noch relativ gut erhalten, zumindest deutlich besser wie das andere. Hier ist sogar nämlich auch nochmal 1900 und dann wahrscheinlich 15. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das hier drin auch mal an. Ja, mal schauen, ob das groß anders ist, und die wir schon hatten. Ach, schön, dass wir Gummistiefel haben, Leute. Herrlich. Sonst hätte man hier wieder keine Möglichkeit gehabt, reinzukommen. Oder nur unter erschwerten Bedingungen. Ja, auf den ersten Blick sieht es ähnlich aus, ne? Hier unten ist ein Fundament. Ah, okay. Doch ein bisschen anders. Nee, das ist kein Fundament. Das sind hier irgendwelche Platten. Ich weiß nicht, wie die jetzt hier reinkommen. Oder sind die hier rausgefallen? Weil die Platten sind hier scheinbar hier dazwischen gewesen. Die sind rausgefallen, ja. Die standen mal hier. Seht ihr jetzt noch so eine Platte? Boah, der ist komplett voll mit Wasser. Hier seht ihr noch so eine Platte, da müssen wir aufpassen, dass die nicht auch noch umkippt. Und der ist komplett voll mit Wasser. Und das hat sich dann hier gelöst, ja, weil hier oben die Balken weggefault sind. So sieht es nämlich aus, richtig. Die haben dann nachgegeben. Boah. Leute, Leute, Leute. Irgendwie aus wie so eine Waschnische. Muss mal kurz den Scheinwerfer anmachen hier. So. Dann ist das nicht so überbelichtet. Ja, sieht irgendwie aus wie so eine Waschnische, ne? Ja. Ja, hier oben ist der Balken weggefault. Ihr seht ja, es ist richtig stark versindert. Das heißt, hier läuft die ganze Zeit irgendwie Wasser rein. Auch da hinten. Hier ist es schon richtig hoch. Guck mal hier, meine Gummistiefel. Die sind locker jetzt über die Hälfte weg. Na cool, so können wir das Ganze nämlich hier trotzdem erkunden. Hat nochmal einen ganz anderen Flair jetzt. Boah, oh, scheiße, Leute, hier komme ich nicht weiter. Hier habe ich gleich, hier ist gleich dicht. Aber schaut mal, da unten, da wo ich gerade hinleuchte, das sieht aus wie ein Gasmaskenbehälter. Auf jeden Fall. Da diese geriffelte kleine Kanister da unten, das ist ein Gasmaskenbehälter, ja krass. Wow, da wieder diese Flaschen. Ja, mega. So, jetzt müssen wir hier zurückgehen, sonst bin ich gleich weg. Jetzt habe ich mich zu früh sonst über die Gummistiefel gefreut. Dass man nicht so viel aufwirbeln. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch mehr Relikte hier unten drin. Ja, wahrscheinlich, weil durch das Wasser dann kaum einer hier reingeht. Wenn das mal einer findet, ist ja so jetzt schon nicht leicht, diese Location zu finden. Da muss man sich schon wirklich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Das sollte man auch. Weil das ist Geschichte hier. Boah, das sieht richtig spooky aus. Okay, hier wird es trockener. Das war nochmal so eine alte Flasche. Der komplette Boden ist versindert.
Hier ist wieder eine Platte entgegengekommen. Ja, das müssen wirklich, können mich verbessern, aber es hat den Anschein wie so eine Waschrinne. Ich vermute mal, dass das ja dann auch ein Mannschaftsbunker sein muss. Hier seht ihr ja noch das ganze Holz, was hier drin war. Das haben wir ja bei vielen anderen Bunkern schon gar nicht mehr gesehen. Auch hier so ein Holzhaken irgendwie, wo man hätte was aufhängen können. Die Wand steht noch, weil hier oben der Balken noch drin ist und alle anderen sind systematisch hier weggekippt. Hier alles, diese Sinterröhrchen, die sich hier bilden, praktisch wie ein Bergwerk. Stalaktiten, hier ist jetzt eine Eingangstür. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja, da kommt man so irgendwie noch mal raus. Boah. Ja, dann seht ihr, wie zugewachsen das Ganze hier ist. Wahnsinn. Ich glaube, dann gehen wir lieber auf der anderen Seite raus. So wie es aussieht, hier ist jetzt noch der zweite Eingang, wo ich so ein bisschen rausgeguckt habe. Wir kommen dann auch schon nicht mehr rein. Ja, muss das ja ein Mannschaftsbunker sein, einfach aufgrund der Größe. Es kann gut möglich sein, dass die hier praktisch die Höhe genutzt hatten, um ja entsprechend zu wirken. Eigentlich sind das halt Bunker, die dann eher dann im Rücken sind. Das heißt, weiter unten werden höchstwahrscheinlich noch mal ein paar Blockhäuser oder so gestanden haben. Da habe ich aber keinerlei Informationen gefunden, aber man kommt hier nicht rein. Hier ist noch irgendwo so ein ausgetretener Pfad, der Gott sei Dank da noch hingeführt hat, aber alles andere ist das hier und da gibt es keinen Weg rein. Ja Leute, das war es im Prinzip mit diesem Video. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier an einem Feld. Wir wollten eigentlich nochmal zwei, drei Anlagen aufnehmen, die hier auf dem Feld sind, aber es ist jetzt hier aktuell eingesät, beziehungsweise hier wachsen jetzt irgendwelche Rüben oder sowas. Da wollen wir jetzt auch nicht durch die Felder laufen. Da hätte man jetzt nochmal zwei oder drei Reliefe sehen können. Aber die Bunker sind praktisch schon komplett übererdet. Und womöglich sieht man vielleicht die Reliefe auch gar nicht mehr so genau. Weil wie gesagt, die sind direkt auf dem Feld. Hier fahren die Traktoren rüber. Und ja, man weiß es halt nicht. Trotzdem konnten wir euch jetzt in diesem Video viel zeigen, diese Muselstellung nochmal. Wie gesagt, es gibt noch mehr Anlagen. Es ist aber halt auch immer schwierig, das Ganze zu lokalisieren. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie uns und wir sehen uns im nächsten Video.